In der Gemeinde Kliphausen ist der Haushaltsentwurf durch und ja, es liegen große Herausforderungen in der nächsten Zeit vor der Gemeinde und es wurde auch schon viel in den Medien darüber berichtet. Zum Thema Haushalt, damit die Bürger das eventuell besser verstehen, auch in Zahlen mal sehen können, haben wir heute einen Termin vereinbart, um mal zu schauen, wie sind die Dinge jetzt konkret, um mal Fakten zu benennen. Sie haben da ein bisschen was vorbereitet für uns, um mal einen Einblick zu gewähren, wie es in der Schatzkammer aussieht, wie die nächsten Jahre ja, sich entwickeln werden. Was können Sie dazu sagen? Schatzkammer ist ein gutes Stichwort. Die Schatzkammer ist ja jetzt nicht mehr so gefüllt, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren gewesen ist. Wir sind trotzdem jetzt keine arme Gemeinde, aber uns geht es auch nicht, wie gesagt, so gut wie damals. Und deswegen ist es schon eine Herausforderung gewesen und jetzt immer noch mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, umzugehen. Wir haben einen Haushaltsentwurf jetzt als allererstes entwickelt, dann im Gemeinderat beschlossen. Der liegt jetzt aus. Also jeder Bürger kann dort Einsicht nehmen. Kann er dann bis Ende März seine Einsprüche oder Wünsche benennen und die müssen wir dann in der nächsten Sitzung im April dann entsprechend behandeln. Und dann hoffe ich, dass der Haushalt dann auch beschlossen wird. So ist jetzt die grobe Herangehensweise und im Detail können wir gerne mal in ein paar Zahlen einsteigen. Der Haushalt umfasst jetzt erstmal alle Aufwendungen, also alle Kosten, die ich habe im normalen Betrieb, inklusive Investitionen, in der gesamten Gemeinde. Und dazu natürlich alle Einnahmen, das sind die sogenannten Erträge, die ich habe, um diese ganzen Kosten sozusagen natürlich zu bezahlen. Ja. Wenn man sich das im Detail anschaut, dann reden wir über den sogenannten Ergebnishaushalt, ja, das ist so der Oberbegriff, wo alles drin ist. Und der Ergebnishaushalt hat in den letzten Jahren immer ein Volumen gehabt von etwa 20, 22 Millionen. Ja. Man sieht, wenn man sich jetzt mal die Tabellen und die Entwicklung anschaut von 2020 bis in die Zukunft herein, dass unsere Kosten, also unsere Aufwendungen stetig steigen. Das liegt zum einen einfach nur daran, dass wir ja mit jeder Investition Werte schaffen, ne? Also wirklich Sachwerte, Gebäude und so weiter, die dann natürlich dort mit reinspielen und die auch gleichzeitig auch Unterhaltungskosten produzieren. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir uns immer mehr oder nehmen wir uns immer mehr und immer größere Sachen vor, die natürlich auch entsprechend Geld kosten und die sich dann hier in diesen Sachen niederschlagen. Und wenn man sich allein nur mal das Jahr 2022 anschaut, sieht man, dass wir Erträge erwirtschaften in allen möglichen Bereichen von 22,6 Millionen Euro und demgegenüber aber Aufwendungen haben von über 24 Millionen Euro. Und in Summe, ne, man sieht es dann auch in der Entwicklung heraus, haben wir seit letztem Jahr, seit 2021, es nicht mehr geschafft, die Erträge, also die Aufwendungen mit den Erträgen zu erwirtschaften. Ne, das heißt, in Summe schließen wir mit einem negativen Ergebnis ab. Bedeutet nichts anderes, dass wir erstmal strukturell keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können und gegebenenfalls Investitionen etc. über Kredite erwirtschaften, also Kredite finanzieren müssen. Können Sie die Begriffe Erträge und Aufwendungen näher erläutern, sodass es der Bürger besser versteht? Ja, ich kann das gerne versuchen. Es ist natürlich in 10 Minuten sehr schwer, aber wir versuchen mal uns dem Thema ein Stück weit zu nähern. Dazu schauen wir uns mal den sogenannten Finanzhaushalt an. Also das ist wirklich, wo es um Einzahlungen und Auszahlungen geht. Vielleicht ist das ein bisschen besser zu verstehen. Der Finanzhaushalt betrifft im ersten Schritt die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung. Das heißt, das, was ich in meinem ganzen Jahr über an normalen Kosten habe, Betriebskosten, Sprit, Strom, Gas, Wasser, also was der normale Haushalt eines Bürgers auch hat. Ne? Die üblichen laufenden Kosten, inklusive auch Reparaturen und Verschleißgeschichten, Wartungssachen. Ja? Also man kann das tatsächlich vergleichen wie mit einem normalen Einfamilienhaus, wo ich meine laufenden Kosten habe und die übers Jahr bezahlen muss. Ja? So kann man sich das erstmal gedanklich vorstellen. Und dort haben wir
In Summe in diesem Jahr erwarten wir Einzahlungen von 21,3 Millionen Euro. Das klingt erstmal gut, ne? Und sogar Auszahlungen von nur 20,5 Millionen Euro. Das heißt, wir haben in der laufenden Bewirtschaftung und Unterhaltung sogar ein kleines Plus von 800.000 Euro, die wir dann im nächsten Schritt für Investitionen verwenden können. 815.000 Euro klingt da jetzt erstmal nicht viel. Die Gemeinde hat ja auch eine ganze Menge große Projekte am Laufen. Jetzt kommt noch die Kita Sachsdorf dazu. Wie finanziert die Gemeinde dann solche Projekte zum Beispiel mit? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich auch die richtige Frage. Um die zu beantworten, muss man nochmal ein ganz klein wenig mehr in die Finanzwelt einsteigen. Auf der nächsten Übersicht sieht man das relativ deutlich, dass wir als allererstes von diesem sogenannten Übertrag ausgehen, also diese 815.000 Euro im Jahr 2022. Dann ist das genauso wie beim Privaten auch, wenn ich im Haus investieren will oder mir ein neues Auto kaufen möchte, kann ich das entweder aus meiner eigenen Tasche bezahlen, also aus diesen 800.000 Euro, oder wenn ich das nicht bezahlen kann, bleibt mir nur die Möglichkeit, ich nehme einen Kredit auf, ne, oder ich bekomme irgendwo andersher Fördermittel. Ne. Und das ist eben dieser große Vorteil, den wir momentan noch, also von denen wir zehren, diese sogenannten Einzahlungen für Investitionen, das ist letzten Endes Fördermittel, die wir für unsere Projekte bekommen, wie Breitband oder Gewerbegebieterschließung und. Ne. Also wir als Gemeinde gehen immer so ran, dass wir die Projekte priorisieren, wo wir eine höchstmögliche Förderung bekommen, damit wir mit wenig Geld, ne, sehr, sehr viel erreichen können. Ne, also beispielsweise das Thema Breitband, dort bekommen wir eine 90% Förderung und können natürlich dann aus dem wenigen Eigenanteil so ein Mehrmillionenprojekt überhaupt generieren. Ne. Das ist sozusagen die noch diese Einzahlungsseite, und Auszahlungen sind natürlich dann unsere Investitionen, die wir dieses Jahr allein in diesem Jahr mit über 16 Millionen angesetzt haben. Hinzu kommen natürlich noch Projekte aus den letzten Jahren, die noch nicht abgeschlossen sind, die kommen noch oben drauf, aber die werden eben halt so jahresscheibenweise gezählt. Trotzdem reichen die Förderungen nicht aus, um die Investitionen abzudecken, das sagte ich ja schon anfangs, sondern die Gemeinde ist gezwungen, wieder Kredite aufzunehmen in diesem Jahr. Und das war nicht zu knapp, sondern über 5 Millionen Euro werden dieses Jahr an Krediten aufgenommen. Und hinzu kommen noch Kreditermächtigungen aus dem letzten Jahr, sodass wir bei rund 10 Millionen Euro Kreditaufnahme dieses Jahr rauskommen werden. Und das ist schon eine ganze Menge, die wir zu schultern haben. Weil das Problem ist, oder ich fange mal anders an, wir können natürlich als Gemeinde so oft, so lange wie möglich Kredite aufnehmen. Solange wir die sogenannte Tilgung, also das ganze Rückzahlen, finanzieren können. Ne? Und das ist dann sozusagen der springende Punkt. Mit diesen 815.000 Euro, die Sie vorhin benannt haben, von diesen 815.000 Euro müssen wir über 700.000 Euro erstmal an Tilgung leisten. Ne? Solange wir das können, ist das gar kein Problem und dann kriegen wir auch Kredite genehmigt. Und die restlichen, in dem Fall knapp 100.000 Euro, sind das eigentliche Geld, mit dem wir arbeiten können. Ja? Und dieses Geld setzen wir dann sozusagen ein, um unsere großen Projekte durchzuführen. Der Haushalt, also dieser Finanzhaushalt, muss immer positiv sein. Deswegen ist dann das Endergebnis im Gegensatz zu der ersten Darstellung dann halt durchweg positiv. Gelingt uns aber tatsächlich nur mit Krediten. Da hätte ich gleich noch eine Frage zum Thema Kredit. Es wurde ja zuletzt noch diskutiert, Kita Sachsdorf, Sanierung, Neubau. Es wurde sich für die Sanierung entschieden. Warum? Warum die Neubau? Das Thema ist vielschichtig. Ne? Wir müssen uns der ganzen Sache mal ein Stück weit vielleicht anders nähern. Anfangs stand ja zu Buche, dass wir einen Wasserschaden hatten oder haben immer noch. Ne? Und dieser Wasserschaden sollte behoben werden. Das war die Ausgangssituation. Dafür hätten wir ursprünglich kalkuliert 300.000 Euro eingesetzt. Mit der Gesamtbetrachtung ist der reine Wasserschaden, dieses reine Beheben, ungefähr 700.000 Euro schwer. Ne? Jetzt haben wir als Gemeinde gesagt, das reine Sanieren, also sprich das alte wieder reinbauen, was anderes ist es ja, wäre es ja nicht, das macht dort oben keinen Sinn. Wenn, dann müssen wir so eine Sanierung durchführen, das ist auch eine Verbesserung für die,
für die Kinder ist und auch für die Erzieher. Ne? Also wir machen tatsächlich eine Generalsanierung. Wir reißen faktisch alles raus innen, wir machen eine Entkernung und bauen quasi neu auf. Wir machen auch ein neues Raumkonzept, das ist gerade in Abstimmung mit der Einrichtung und versuchen natürlich dann dort wirklich alles Mögliche zu verbessern, was in den letzten Jahren halt aufgefallen ist. Und das kostet eben halt nochmal zusätzlich also fast 1 Million Euro. Und dann hinzu kommt noch die ganzen Nebenkosten, weil wir ja die Kinder irgendwo unterbringen müssen, können wir nicht einfach zu Hause lassen und dafür brauchen wir die Containeranlage. Alles in allem sind wir da bei Kosten von rund 2,7 Euro aktuell. Ein Teil ist eben halt dieser Wasserschaden, der schon bezahlt ist. Und für dieses Jahr sind noch im Plan 2,5 Millionen Euro, die noch umgesetzt werden müssen. Das ist also der Ausgangspunkt. Also wenn wir jetzt mal das ganze Thema Neubau weglassen würden, sind wir als Gemeinde schon dran, dort eine wirkliche Verbesserung herzustellen. Und jetzt war bloß noch diese Abwägung, Sanierung und Neubau, das ist richtig. Ursprünglich waren wir wahrscheinlich auch als Gemeinde etwas zu schnell, weil wir gesagt haben, bevor wir jetzt hier sanieren, können wir auch neu bauen. Das Problem ist halt einfach, dass dieser Neubau nochmal 1,5 Millionen mehr kosten würde als die Sanierung. Und da muss ich dann tatsächlich die Frage stellen, wo ist dann der Mehrwert? Ne? Und wenn man das in die Waagschale wirft, gibt auch viele Vorteile für Neubau, es gibt auch viele Vorteile für eine Sanierung, muss man einfach sagen, der richtige Mehrwert ist nicht da. Ne? Es gibt gewisse Mehrwerte, aber das ist 1,5 Millionen Mehrkosten dort rechtfertigt, sehen wir momentan nicht. Und ich habe natürlich auch als Bürgermeister die Aufgabe, die Gemeinde handlungsfähig zu halten. Das ist eigentlich die oberste Prämisse. Und da kommen wir jetzt wieder auf unsere Tilgung zurück, die ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wenn wir jetzt noch mehr Kredite aufnehmen, immer höher steigen, dann kommen wir in eine Situation herein, wo wir unsere Tilgungsleistung nicht mehr erwirtschaften können. Und dann sind wir beim Punkt Haushaltskonsolidierung und dann bestimmen andere über unseren Haushalt. Und dann, wenn andere darüber bestimmen, heißt das immer als erstes, freiwillige Aufgaben müssen gestrichen werden. Und das würde im schlechtesten Fall bedeuten, dass die uns das Bad schließen, was wir alle nie wollen. Und deswegen haben wir gesagt, unter der Prämisse auch langfristig handlungsfähig zu sein, nehmen wir nur die Sanierung. Wir haben uns gerade über Kredite unterhalten. Wie sieht der aktuelle Schuldenstand in unserer Gemeinde denn aus? Nicht gerade rosig, um das mal so zusammenzufassen. Also die Gemeinde Klapphausen war ja immer berüchtigt und berühmt dafür, kontinuierlich Schulden zu tilgen. Wir hatten im Jahr 2016 einen Schuldenstand von 2,8 Millionen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 274 Euro betrifft. Mal zum Vergleich, der Regelwert, den die Gemeinden so einhalten sollten, liegt bei 800 Euro Pro-Kopf-Verschuldung. Das mal so zum Vergleich. Und seit 2016 sind aber eben halt die Projektkosten und auch die Projekte an sich immer mehr und immer größer geworden. Es waren ja auch viele Pflichtaufgaben dabei, wie Abwasser und so weiter, ne? Sodass wir seit 2016 immer mehr uns verschulden mussten, Kredite neu aufnehmen mussten, um diese ganzen Sachen zu bewerkstelligen. Und so ist seit 2016 halt kontinuierlich der Schuldenstand gestiegen bis 2021 auf 11,3 Millionen Euro. Ja, das ist schon relativ viel, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 1000 Euro pro Person. Wie gesagt, der Richtwert liegt eigentlich bei 800 Euro. Ich sagte ja vor uns schon, solange man diese Tilgung erwirtschaften kann, ist das kein Problem. Aber man kann sich natürlich nicht ins Nirvana verschulden. Das funktioniert ja auch nicht. Wir müssen ja tatsächlich handlungsfähig bleiben. Und wenn man sich jetzt auch mal das Jahr 2022 anschaut, ist das schon eine extreme Herausforderung. Der Schuldenstand wird kurzfristig auf über 20 Millionen Euro ansteigen. Das kommt daher, dass wir für viele unserer Projekte, unter anderem auch Breitband, kurzfristige Kredite aufnehmen müssen. Das heißt, ganz praktisch erklärt, wir bauen etwas, ne, dann bekommen wir von der Baufirma eine Rechnung. Diese Rechnung müssen wir natürlich innerhalb von 30 Tagen bezahlen. Ja. Diese Rechnung reichen wir dann ein bei dem Fördermittelgeber und der Fördermittelgeber prüft diese Rechnung und zahlt uns irgendwann mal anteilig sozusagen diese Forderung zurück. Jetzt haben wir aber mit dem Zeitraum zwischen Rechnung ist bezahlt und wir kriegen Geld zurück von der Forderung, haben wir ja einen gewissen Zeitraum und den müssen wir überbrücken. Und bei so 32 Millionen Projekten ist das entsprechend viel Geld.
Und deswegen brauchen wir hier zum Teil Überbrückungskredite von über 4 Millionen Euro, um diesen laufenden Bau überhaupt zahlen zu können. Na, das ist jetzt nicht, das ist kein Hexenwerk, aber es dient, also trägt dazu bei, dass wir kurzfristig so mit den Schulden nach oben schießen. Na, also das ist die Spitze des, hoffentlich die Spitze des Berges, na, die wir hier haben mit 21,2 Millionen Euro und der Pro-Kopf-Verschuldung von 2.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was wir aber dann auch wieder sehen, dass in den Folgejahren dann diese Kredite relativ schnell wieder zurückgezahlt werden. Das, davon gehen wir fest aus und das ist auch so fest in den Plänen verankert. Wir tilgen dann sozusagen jährlich über 1 Million Euro und kommen dann relativ schnell wieder von diesem großen Berg runter. Sodass wir in der Prognose in 2030, na, dann wieder bei einem vergleichbar mit heutigen Schuldenstand landen. So ist die Prognose und da wollen wir halt hinarbeiten. Und wenn wir das, sagen wir mal, so in dieser Spitze halten können, dann sind wir auch in der Zukunft handlungsfähig. Schlimmer wäre es, wenn der Schuldenstand gleich bleibt oder immer weiter steigt, weil dann kommen wir aus dieser Spirale, ohne dass wir Leistungen kürzen, einfach nicht mehr raus. Das ist zum Glück bei uns noch nicht gegeben und deswegen bin ich auch trotz dieser hohen Risiken, die wir eingehen, schon zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir haben uns die ganze Zeit über Schulden und Kredite unterhalten. Wie nimmt denn eine Gemeinde Geld ein oder wie sieht es bei der Gemeinde Kliphausen aus? Also die Haupteinnahmequelle von Städten und Gemeinden sind natürlich die Steuern, wie beim Land auch. Ne? Dazu zählen halt die Umsatzsteuern, die Einkommenssteuern, die Grundsteuern, die mit dazu kommen und natürlich ein großer Block sind die Gewerbesteuern. Das ist letztendlich auch die größte Einnahmequelle unserer Gemeinde, die Gewerbesteuer. Wir können uns das ja auch mal in der Grafik hier anschauen. Die Gewerbesteuer ist in den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, kontinuierlich gestiegen, aufgrund unserer großen Gewerbegebiete. Sie lag immer so um die 5 Millionen Euro mit leichter jährlicher Steigung. Das ist die normale inflationsbedingte Steigung. Und wir hatten sogar mal Spitzenwerte in 2019 von 6,5 Millionen Euro. Das sind tatsächlich gute Zahlen. Ne? Das ist auch der Kraft unserer Firmen sagen wir, zu verdanken, dass wir über so viel Geld verfügen können. Aber man sieht auch, dass es schwankend ist. Nämlich, wenn man sich 19 zu 20 anschaut, sackt das Ganze ab und diese 1,5 Millionen oder diese 1,2 Millionen Euro, die muss man erstmal abfedern. Ne? Wir gehen glücklicherweise, glücklicherweise hat sich das bei uns stabilisiert, die Einnahme, und wir gehen wieder von einem ganz leichten Wachstum in den nächsten Jahren aus. Ne? Auf in diesem Jahr 5,6 Millionen und dann leichter Anstieg. Wir hoffen, dass das alles so eintritt. Natürlich ist das immer halt ein bisschen mit Schwankungen verbunden, deswegen muss man da auch sehr konservativ an die Planung rangehen. Die anderen Einnahmequellen, wie gesagt, Umsatzsteuer, Grundsteuer, was wir noch haben. Wir haben natürlich auch noch einen zweiten großen Block, den darf man nicht unterschlagen, ist die Umsatzsteuer. Wir haben natürlich noch einen zweiten großen Block, den darf man nicht unterschlagen, das sind die Gebühren. Zum einen Trink- und Abwassergebühren. Ja, also wie bekannt ist, muss ich ja das ganze Trinkwasser- und Abwasserthema selbst tragen. Das heißt, alle Kosten, die wir produzieren, müssen wir notgedrungen von den Gebührenzahlern, von den Verbrauchern wieder als Gebühren einnehmen. Und wir haben noch die Kita-Gebühren. Ja, dort ist es ja so, dass ein Drittel vom Land kommt an Kosten, ein Drittel über die Elternbeiträge, über die Kita-Gebühren und ein Drittel muss die Gemeinde tragen. So teilt sich das auf und in Summe macht das schon ein Drittel des Haushaltes, also an Einnahmen aus. Ja, aber trotzdem über die Hälfte kommt von Steuern. Ihr habt uns über die Kita Sachsdorf ja schon unterhalten. Es gibt ja sicherlich noch andere Projekte oder Investitionsprojekte, wo sich die Gemeinde dran beteiligt oder dran arbeitet. Was gibt es da noch so, wo Sie erzählen könnten? Ja, also klar, das Geld muss ja irgendwo verbaut werden, was wir hier investieren oder aufnehmen wollen. Allen voran muss man ganz klar sagen, dass wir nach wie vor unser Breitbandprojekt als größtes Projekt haben. Das ist ja letztendlich auch das größte Projekt der Gemeinde jeher. Ne? Nimmt die Hälfte letzten Endes unseres Investitionsvolumens ein, mit insgesamt 32 Millionen. Davon sind mittlerweile schon 19 Millionen verbaut, also über die Hälfte ist schon verbaut. Und in diesem Jahr werden die restlichen Millionen entsprechend verbaut werden. Wir gehen fest davon aus, dass wir zum Ende des Jahres hin auch das Projekt vollumfänglich abschließen können. Das ist so unser Ziel. Wenn man sich das in der weiteren Verteilung mal anschaut,
haben ja noch viele, viele andere Bereiche, in denen wir arbeiten. Das ist zum einen die Gewerbeförderung, das sind die ganzen Gewerbegebiete, die Erschließung. Da laufen ja Erschließungsmaßnahmen in Kreutsch, das sogenannte Regenrückhaltebecken, wo wir 2 Millionen ausgeben müssen, um die Entwässerung dort entsprechend zukunftsfähig zu machen. Wir haben die sogenannte fünfte Änderung, der fünfte Bauabschnitt im Gewerbegebiet Klubhausen. Das ist die aktuell laufende Maßnahme an der Autobahnauffahrt Richtung Chemnitz hoch, wo wir 3 Gewerbeflächen sozusagen neu erschließen und dort die Regenrückhaltung entsprechend bringen. Dort haben wir auch ein Gesamtvolumen von über 2 Millionen Euro, was wir dort investieren müssen. Und wir haben neu hinzugekommen die 2 Projekte, einmal in Röhrsdorf, eine Erweiterung des Gewerbegebiets in Röhrsdorf. Das betrifft den gesamten Bereich um die Olga, so ist sie ja bekannt, also um die Flüchtlingsunterkünfte sozusagen ringsherum, wo wir auf 3 Hektar nochmal Gewerbeflächen schaffen wollen. Und für diese 3 Hektar haben wir auch in diesem Jahr und auch im Folgejahr rund 3 Millionen Euro eingeplant. Ja. Hinzu bahnt sich jetzt ein Stück weit an die sogenannte fünfte Änderung vom Gewerbegebiet Klipphausen, also Richtung Sora hin. Dort sind wir momentan in der Planungsvorbereitung und bereiten sozusagen dieses ganze Thema vor. Es sind dieses Jahr sehr viele Planungskosten und auch Grunderwerb eingestellt. 600.000 Euro wollen wir anfangen und das wird sich in den nächsten Jahren noch entsprechend erhöhen. All das nimmt 13% oder weitere 13% unseres Investitionsvolumens ein. Der auch nicht zu unterschätzen ist das ganze Thema Abwasser. Dort geht es hauptsächlich um diese Resterschließungen in Robschütz, zum Teil auch weitere Regenwassererschließungen und Regenwasserableitungen. Das zählt ja alles unter dem Thema Abwasser mit rein, was 14% einnimmt. Wir haben dann noch viele andere kleine Bereiche, ne? Brandschutz, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport, Freizeit, Straßen, öffentliche Beleuchtung und Gewässer. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, das ganze Thema Breitband lässt das alles in einem sehr kleinen Licht darstellen, obwohl es ja gar nicht so klein ist. Ne? Alleine, wie gesagt, Kita Sachsdorf investieren wir 2,5 Millionen Euro in die ganze Thematik. Trinkwasser mit Verlegung haben wir 1 Million Euro eingeplant, also wo wir mit dem Breitband sozusagen diese Synergien des offenen Grabens nutzen, um da gleich die Leitung mit reinzulegen, würde uns ohne Breitband doppelt und dreifach so teuer sein. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Aber wir tun natürlich auch was für den Kinder- und Freizeitbereich. Zum Beispiel in die Außenanlagen der Grundschule Neustadt. Dort wollen wir dieses Jahr ein neues Sportareal schaffen, direkt am Sportplatz. Dazu kommt auch ein kleiner Spielplatz und auch sozusagen so ein Mehrgenerationenspiel und ein Sportthema, wo wir 250.000 Euro ausgeben. Wir wollen in dem Sportplatz in Ullendorf noch die Flutlichtanlage nachrüsten. Das war ja auch so ein Wunsch der Vereine, insbesondere der Fußballvereine. Ist uns letztes Jahr leider nicht gelungen. Wir haben es natürlich weiterhin auf der Agenda und wollen das weiterhin umsetzen. 100.000 Euro eingeplant. Und wir haben auch ein Thema Dorfgestaltung was vor, nämlich genau in Piskowitz, wo wir die Ortsmitte neu gestalten wollen, mit auch so mit einer Begegnungsstätte, mit kleinen Spielanlagen, Bushaltestelle und alles, was da so dazugehört, wo wir auch 100.000 Euro eingeplant haben. Also es sind viele kleine Geschichten, die wir hier weiter vorantreiben wollen und natürlich nicht bloß die großen Sachen. Wir haben jetzt über viele größere Projekte gesprochen, die mehrere Millionen verschlingen, teilweise eben auch 100.000 Euro, was ja auch viel Geld ist. Aber gibt es denn auch Projekte in der Gemeinde oder hat die Gemeinde auch ein Auge für wirklich ganz kleine Dinge, die halt sich so wegen mir als vereinzelte Bürger wünschen oder Gruppen? Ja, also das haben wir natürlich auf jeden Fall. Wir haben für jeden Bereich, den ich benannt habe, egal ob Freizeit, ob Sport, Vereine etc., haben wir immer kleinere Budgets und dort wird das laufen, das wird halt im laufenden Geschehen untergebracht. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in der Schule irgendwo ein Tisch kaputt geht oder sowas, wird das natürlich aus dem Laufenden ersetzt. Und dann haben wir noch eine Sparte, die nennt sich diese sogenannten freiwilligen Aufgaben. Also bis jetzt haben wir ja größtenteils über Pflichtaufgaben wie Abwasserentsorgung gesprochen. Die zweite Sparte ist diese freiwilligen Aufgaben. Und dort haben wir natürlich ein ganz breites Spektrum, was wir mit vielen einzelnen kleinen Sachen unterstützen. Das geht los von dem ganzen Bereich Heimatpflege. Dazu zählen, dass wir seit Jahren
unseren Schlössern hier, Schloss Batzdorf, Steingut und der Kulturbetriebsgesellschaft in Coswig, wo wir Mitglied sind, Zuschüsse geben, damit sie halt ihren kulturellen Beitrag dort leisten können. Ja, das ist das eine. Wir geben auch Zuschüsse an Vereine und Feste, also das sind so die Jubiläen oder wenn ein Vereinsfest ist, kann jeder Verein oder jede Dorfgemeinschaft bei uns einen Zuschuss beantragen und der wird dann selbstverständlich auch ausgezahlt. Insbesondere jetzt noch nach der Corona-Zeit freuen sich ja die Leute darauf, dass sie wieder feiern können und das unterstützen wir als Gemeinde natürlich. Ne? Und es gibt auch unser Heimatmuseum in Scharfenberg, was ja jetzt auch insbesondere für unser anstehendes Bergfest ein Stück weit mit aufgehübscht wird und wieder zugänglich gemacht wird. Dort haben wir natürlich auch Mittel vorgesehen und halten das ja trotzdem, auch wenn es jetzt nicht aktiv immer genutzt wird, oder bewirtschaften das ja immer trotzdem noch. Und dafür ist auch Geld vorgesehen. Das ist ein Bereich. Wir haben natürlich dann die ganzen Sportstätten, also die Vereinshäuser, die Sportanlagen, wo auch viele kleine Wünsche von den einzelnen Vereinen dann im Laufe des Jahres erfüllt werden können, wo auch Budget dafür vorgesehen ist. Und wir haben noch das ganze Thema Tourismus, wo wir auch Geld investieren. Das ist zum einen unser Kalkbergwerk in Miltitz, was wir betreiben, wo wir hier Budget haben. Es ist unsere Schulze-Mühle, ne, wo wir immer noch einen Nachfolger suchen, wenn ich das mal an der Stelle einflechte. Ne. Und wir haben unsere Fähre, die auch zum Thema Tourismus oder ÖPNV zählt, in Coswig, wo wir auch einen entsprechenden Zuschuss bezahlen. Dann nicht zu vergessen unser Freibad. Freibäder sind immer, sagen wir mal, negativ. Also wir werden dort keinen Gewinn draus machen, ne, sondern im Gegenteil, es ist immer ein Zuschussgeschäft. Und wir in der Regel bezuschüssen das immer so mit 130.000 Euro im Jahr, was wir hier mit reinstecken, aber was uns auch, denke ich mal, auch mir jedenfalls sehr, sehr wert ist, einfach um auch diesen Punkt in der Gemeinde zu halten. Ne? Wir haben dann auch noch das Thema Seniorenförderung, wo wir Ausfahrten, Ausflüge und auch unsere Seniorenfeiern entsprechend unterstützen und auch viele, viele kleine Sachen hier, Begrüßungsgeld. Die Musikschule wird gefördert, die Kirchen werden gefördert. Also es sind ganz, ganz viele kleine Bausteine, wo auch manchmal mit wenigen Beträgen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit unseren Millioneninvestitionen, mit wenigen Beträgen sehr viel helfen kann. Und das soll auch immer erhalten bleiben. Das ist ja ein unheimlich komplexes Thema, wenn man das sich so jetzt mal betrachtet. Gibt es denn die Möglichkeit als Bürger, wenn man jetzt noch Fragen zu dem Thema hat, gibt es dann gewisse Stelle, wo Sie Fragen beantworten können, wo Sie sich hinwenden können, zum Beispiel zu dem Video? Also der Haushalt kann jederzeit nachgefragt und eingesehen werden, liegt ja aktuell in der Kämmerei aus und das ist auch die Ansprechstelle, die Zentrale, also in erster Linie bei der Kämmerin Silvia Kunas nachfragen, gerne auch zu dem Video oder zu den Folien heute auch bei mir Rückfragen stellen, wenn es einzelne Sachen gibt, dort stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke sehr.